Ja, die Bundesregierung ist ein Motor bei der gegenwärtigen autoritären Transformation der Europäischen Union. Die Bundesregierung versucht, die EU neu zu ordnen. An der Spitze Deutschland, Frankreich ist letztendlich wie im Geleitzug einsortiert. Und die meisten restlichen Länder, insbesondere die Peripherie Europas, wird de facto abgehängt. Das ist eines der Projekte der Bundesregierung, Europa neu zu ordnen. Gleichzeitig werden die Machtverhältnisse in den einzelnen Staaten verschoben. Das bedeutet, die Kürzungspolitik, die insbesondere auch von der Bundesregierung durchgedrückt wird, richtet sich gegen die Gewerkschaften in den Ländern, gegen die Transferempfänger, gegen die ganz normalen Lohnempfänger, insbesondere in den südeuropäischen Ländern. Und das ist eines der zentralen Projekte der Bundesregierung. Zurzeit wird auf europäischer Ebene ja der Fiskalpakt diskutiert. Das ist quasi ein Haushaltsdeckel für die Staaten, sodass Sozialausgaben systematisch gedrückt werden. Und das versucht die Bundesregierung gerade durchzudrücken. Ich denke, dass es für uns wichtig ist, zu zeigen, dass die Politik, die die Bundesregierung macht, die Merkel-Regierung, dazu führt, die Krise zu verschärfen, nicht die Krise zu lösen. Es ist den meisten Leuten nicht klar, dass die Politik der Bundesregierung sich gegen den größten Teil der europäischen Bevölkerung richtet, eben durch soziale Kürzungspolitik und gleichzeitig die Banken gerettet werden. Die Bundesregierung versucht, ihre Politik so darzustellen, als ob es ein Konflikt sei zwischen Deutschland und Griechenland oder Deutschland und Portugal und dass diese Länder über ihre Verhältnisse gelebt haben. Und genau das muss man versuchen aufzubrechen. Man muss zeigen, dass es ein Konflikt ist zwischen oben und unten, zwischen arm und reich und nicht zwischen den Ländern. Zurzeit gibt es zwei Projekte, die man, glaube ich, sehr gut angreifen kann. Das ist zum einen der Fiskalpakt auf europäischer Ebene und es ist der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, de facto ein Bankenrettungsschirm auf europäischer Ebene. Hinter beiden Projekten steht die Bundesregierung und diese Projekte sind beide im Kern antidemokratisch, weil sie sich gegen die Haushaltssouveränität der Parlamente richtet, gegen das Haushaltsrecht der nationalen Parlamente. Damit wird das Königsrecht der Parlamente letztendlich abgebaut durch diese beiden Verträge. Mit dem Fiskalpakt wird eben der Haushalt gedeckelt. Das widerspricht allen demokratischen Gepflogenheiten, dass man nicht, dass Parlamente nicht über die entsprechenden Haushalte selber bestimmen können. Und zum Zweiten der europäische Stabilitätsmechanismus, der im Wesentlichen ein Bankenrettungsschirm ist, der garantiert enorme Mengen, enorme Summen, was bedeutet, dass der Steuerzahler enorm belastet wird. Und an beiden diesen Projekten kann man sehr gut ansetzen. Die EZB ist ja Teil der Troika, also der Gruppe, die Sozialkürzungen, Haushaltskürzungsprogramme überall in Europa durchsetzt. Das heißt, sie ist Teil dieser neuen Spaltung zwischen Arm und Reich in Europa, setzt es durch. Der wichtigste Player hinter dieser Politik ist die Bundesregierung. Und ich glaube, dass man durchaus der Bevölkerung vermitteln kann, dass wenn diese Haushaltskürzungen, wenn diese Kürzungen der Sozialabgaben überall in Europa durchgesetzt werden, dass es dann sehr bald nicht nur schleichend, sondern auch wirkungsmächtig, durchschlagend nach Deutschland zurückwirkt. Und dass es sehr, sehr wichtig ist, gegen die EZB zu protestieren, gegen die Troika zu protestieren und damit implizit auch gegen die Politik der Bundesregierung. Außerdem ist es so, dass die Europäische Zentralbank wesentlich mit dafür verantwortlich ist, dass die Schuldenkrise sich weiterentwickelt, dass diese Zinstreiberei auf Staatsschuldenpapiere nicht gestoppt wird. Die EZB könnte durch massiven Aufkauf von Staatsanleihen diese Zinstreiberei stoppen und damit die Situation, in der wir jetzt sind, zumindest erstmal beruhigen. Das passiert aber nicht, sondern die Krise wird weiter verschärft, indem zugelassen wird, dass weiter mit Staatsschuldenpapieren spekuliert wird. Zurzeit ist es so, dass in der deutschen Öffentlichkeit
oder dass die deutsche Öffentlichkeit hinter der Politik der Bundesregierung steht, zumindest zu einem sehr, sehr großen Teil. Es ist den meisten Menschen nicht bewusst, was für gravierende Auswirkungen die Politik die Bundesregierung zurzeit in Europa hat. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass die Stimmen von europäischen sozialen Bewegungen nach Frankfurt geholt werden, nach Deutschland geholt werden, um tatsächlich sichtbar zu machen, dass die Politik, die zurzeit auf europäischer Ebene passiert, dass die Politik, die von der Bundesregierung gemacht wird, keine Legitimation besitzt, dass sie verheerende Auswirkungen hat und dass sich hier in der deutschen Öffentlichkeit etwas ändern muss und dass sich beim deutschen Regierungshandeln etwas ändern muss. Und deshalb ist es wichtig, dass eine europäische Mobilisierung nach Frankfurt gemacht wird. Kommt am 17. Mai nach Frankfurt, protestiert gegen die Troika, protestiert gegen die EZB als Teil der Troika und wehrt euch gegen die Politik der Bundesregierung, die mit Motor ist der Politik der Troika und der Europäischen Zentralbank.